schönen Menschen da draußen. Das hier wird mein TMI-Tag, was so viel bedeutet wie Too Much Information. Und ja, einfach damit ihr mal ein bisschen mehr über mich erfahrt. Aber bevor wir damit anfangen, habe ich noch zwei Ankündigungen für euch. Zum einen eine klitzekleine Verlosung, da wir auf Facebook fast 100 Freunde sind. Genauer gesagt sind wir 85 Freunde jetzt. Und ich dachte mir, bei 100 Freunden haue ich so eine klitzekleine Verlosung raus. Und wenn ihr auf diese Verlosung Bock habt und Lust habt mitzumachen, müsst ihr genau zwei Kriterien erfüllen. Kriterium Nummer 1, ihr müsst meine Facebook-Page geliked haben. Und Kriterium Nummer 2, auf dieser Facebook-Seite wird es dann ein Bild geben. Ich habe es jetzt noch nicht gemacht, aber es wird irgendwas draufstehen von wegen 100 Facebook-Freunde, Verlosung Lisa Lee. Und dieses Bild müsst ihr auf eurer Pinnwand dann teilen. Genau, also Facebook-Page geliked und dieses Foto geteilt. Das sind die zwei Kriterien. Und ihr müsst, ganz wichtig, ihr müsst kein YouTube-Kanal-Abonnent sein, weil ich weiß, wie kompliziert es ist, immer diesen, beziehungsweise wie umständlich es ist, dieses Abo zu machen, indem man sich erst auf YouTube anmeldet und bla bla bla. Auf alle Fälle ist es kein Kriterium. Und Ankündigung Nummer 2 ist, dass ich jetzt immer an den Tagen mit dem Buchstaben D am Anfang, nämlich Dienstag und Donnerstag nach Adam Riese, versuche, ein Video hochzuladen. Und das wird dann wahrscheinlich immer abends so gegen 8 sein, weil ich es einfach leider nicht früher schaffe. Ich hoffe, dass ich es insgesamt schaffe. Es geht einfach nur darum, dass ihr euch so ein bisschen darauf einstellen könnt, wann es Videos von mir gibt. Und bevor wir jetzt hier noch lang rumreden, würde ich sagen, widmen wir uns diesem Gerät und den 40 Fragen mit dem TMI-Tag. Kommen wir jetzt auch gleich schon zur ersten Frage und die lautet, was hast du gerade an? Also ich habe gerade an, weil es Sonntagabend ist und ich einfach keine Lust habe, mich jetzt groß rauszuputzen, habe ich ein H&M Tanktop an, einen grünen, ja was nennt man das so? Langärmliches Hemdshirt, ich sage das immer falsch, ich weiß, von Urban Outfitters und, einen Moment, diese Hose hier von Vero Moda. Das ist so eine Chilla-Milla-Hose und ja, sowas liebe ich. Huch, meine Haare, egal. So, zweite Frage, je verliebt gewesen? Klar. Hattest du je ein schlimmes Beziehungsende? Also ich glaube, Enden sind nie besonders toll und also ich denke, es gibt auf alle Fälle noch viel, 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 viel schlimmere Beziehungsenden, aber ja, ich hatte schon ein schlimmes Beziehungsende. So, dann, wie groß bist du? Ich bin ein Zwerg und bin 1,57 groß. Ja, wie viel wiegst du? Ich wiege momentan 57 Kilo. Tattoos? Nö. Piercings? Auch nein. Obwohl ich mir mal überlegt habe, mir hier eins machen zu lassen, aber dann hat es geheißen, dann darf ich so lange auf diesem Ohr nicht schlafen, weil es so weh tut. Und dann dachte ich mir, nee. So, Frage Nummer 8. OTP One True Pairing. Das heißt, mein Lieblingspärchen zurzeit, ist meine Freundin und ihr Freund. Ich darf hier jetzt keine Namen nennen, weil ich nicht weiß, wie offiziell das Ganze ist. Aber auf alle Fälle sind die beiden, dadurch, dass sie so süß verliebt sind und einfach so süß zusammen sind, mein Lieblingspärchen zurzeit. Lieblingsfernsehsendung ist definitiv How I Met Your Mother. Ich liebe, liebe, liebe How I Met Your Mother. Ich liebe es. Und was ich auch gern mag, ist The Big Bang Theory und Walking the Dead gucke ich auch sehr gerne. Lieblingsband? Eine Lieblingsband habe ich jetzt nicht. Ich habe eher mehrere Lieblingsbands. Zum einen Casper vergöttere ich. Materia finde ich übertrieben cool. Übertrieben cool, finde ich richtig gut. Phoenix mag ich. Oh, ich mag so vieles eigentlich. Ich bin überhaupt nicht irgendwie genregebunden. Ich mag irgendwie alles.
vermisst du etwas. Nicht etwas, eher jemanden. Und das ist meine Halbschwester in Italien. Und an der Stelle schöne Grüße, Fede. Ich hab dich ganz arg lieb. Lieblingslied. Mein Lieblingslied zurzeit ist Rather Be, würde ich sagen, von... Ich weiß nicht von wem. Aber ich mag es und ihr kennt es bestimmt alle. Wie alt bist du? Ich bin 20 Jahre alt. Sternzeichen, ich bin Zwilling. Qualitäten, die du in einem Partner suchst und auch gefunden hast, beziehungsweise auch gefunden habe, Ehrlichkeit, Humor, dann must have liebevoll sein. Was auch noch toll ist, ist positiv sein. Ja, und Hilfsbereitschaft und lauter so Sachen, die einfach, ja, für mich wichtig sind. So, Lieblingszitat. Mein Lieblingszitat ist aus der Telenovela Verliebt in Berlin, wer sie vielleicht noch kennt und sie auch so mochte. Ich war ein Riesenfan. Und in der allerersten Folge davon sagt Lisa Plenske, fürchte dich nicht vor der Veränderung, fürchte dich vor dem Stillstand. Und das ist definitiv mein Lieblingszitat. Lieblingsschauspieler? Puh. Deutscher Schauspieler wäre Elias Mbarek, aber einfach nur, weil er heiß ist. Aber da gibt es so viele, das ist jetzt schwierig. Das ist wirklich schwierig. Sonst mag ich auch noch den, also eigentlich alle Darsteller von How I Met Your Mother, einfach weil ich diese Serie vergöttere. Ich gucke das jeden Abend, egal wie alt die Folge ist. Vor allen Dingen da den Hauptdarsteller halt den Ted. Und sonst, ach, ich mag viele Schauspieler, das ist schwierig zu sagen. So, laute Musik oder leise? Also ich finde, das ist abhängig von der Situation. Also wenn ich jetzt den ganzen Tag irgendwie gestresst war, dann habe ich keinen Bock auf laute Musik, sondern eher auf leise Musik. Und wenn ich irgendwie jetzt, ja, tanzen will oder so, dann natürlich laute Musik. So, Frage Nummer 20. Wo gehst du hin, wenn du traurig bist? Und das ist genau da, nämlich in mein Bett, und da verkrümel ich mich dann. Dann, wie lange brauchst du, um zu duschen? Circa eine Viertelstunde. Wie lange brauchst du, um morgens fertig zu werden? Das ist definitiv länger. Da brauche ich ungefähr 1,5 Stunden. Also da brauche ich wirklich, wirklich lang. Jemals in einer körperlichen Auseinandersetzung gewesen? Nein. Ich bin ein sehr friedliebender Mensch. Frage Nummer 24, turn on. Ja, wenn Menschen positiv sind, wenn sie offen sind für alles und ja, immer positiv irgendwie durch die Welt gehen und auch irgendwann in schlechten Dingen irgendwas Gutes irgendwie denen abgewinnen können oder so. Was ist noch ein Humor? Witzige Leute finde ich immer cool. Ja, ich glaube, das sind so die Hauptkriterien, Hauptdinge, die ich so turn on finde. Turn off. Ja, Pessimisten, auch wenn ich selber auch manchmal bin, aber ich finde, ganz schlimm finde ich die Leute, die immer pessimistisch sind. Was ist noch? Turn off. Krieg, Streit, Lügen. Ich glaube, das ist, was jeder auch so als Turn off empfindet. So, Frage Nummer 26. Die Gründe, wegen denen du YouTuber geworden bist. Also, ich bin jetzt ja noch nicht so der krasse YouTuber. Aber ich bin YouTuber geworden oder mache das hier auf YouTube einfach, weil es mir Spaß macht. Einfach, weil es mir Spaß macht. Frage Nummer 27. Ängste? Ja. Welche? Sage ich nicht. Nein, sparen. Aber ich finde, klar, jeder weiß, was seine Ängste sind, aber ich finde, die sollte man nicht zu sehr thematisieren, einfach aus dem Grund, weil das Leben dafür viel zu schön ist und die Ängste dafür viel zu selten irgendwie auftreten. Aber ich bin natürlich wie jeder andere Mensch, hat da Verlustängste oder keine Ahnung was. Wie jeder andere Mensch eben auch. So, Frage 28. Letzte Sache, die dich zum Weinen gebracht hat.
die letzte Folge How I Met Your Mother. Und nein, ich werde jetzt nicht spoilern, denn ich hasse Menschen, die spoilern. Nee, Schmarrn, aber ist nicht so meins. So, letztes Mal, dass du jemanden Ich liebe dich gesagt hast. Heute Mittag zu meinem Freund. Bedeutung hinter deinem Online-Namen. Lisa Lee aus dem Grund, weil ich finde, dass es A gut klingt, B kurz ist, C meinen Namen beinhaltet und D... Ich wurde früher Lisa Lee manchmal genannt, wobei ich nicht so oft irgendwie da irgendwie Abkürzungen oder so hatte. Aber wenn, dann Lisa Lee mit I halt, und ich fand es halt mit zwei E's schöner. So, dann Frage Nummer 31. Letztes Buch, das du gelesen hast. Ich bin leider nicht so die Leseratte, weil ich irgendwie dafür immer zu ungeduldig bin und mich die wenigsten Bücher so packen, dass ich dranbleibe. Die Bücher, die mich gepackt haben und die ich sozusagen als letztes mitgelesen habe, jetzt nicht das letzte, aber eine, naja, ja, bla bla bla, auf alle Fälle ist es, sind es die Twilight-Bücher gewesen, Harry Potter habe ich viel gelesen und, ist das auch die nächste Frage? Nee, ist die nächste Frage ist nämlich so ähnlich. Auf alle Fälle, mit einem Buch, was ich als letztes gelesen habe, war von Eckhart Hirschhausen und ich gucke darüber, weil es da drüben steht, ich weiß nicht, wie es genau heißt. Es geht um Glück. Kann ich auf alle Fälle nur empfehlen für Leute, die einfach mal beim Lesen irgendwie schmunzeln wollen oder lachen wollen. Das ist das richtige Buch von Eckhart Hirschhausen. Irgendwas mit Glück. Keine Ahnung. So, das Buch, das du gerade liest, ist meine Kosmetik-Bibel, die ich euch schon in einem meiner Haul-Videos, meinem Haul-Video vorgestellt habe, von Bobbi Brown. Ich habe den Namen vergessen. Ah, von Bobbi Brown. Ich verlinke euch das Video in die Infobox. Da könnt ihr dann auch nochmal nachgucken. Ist sehr empfehlenswert. Und da stöber ich im Moment immer hin und wieder drin rum. So, letzte TV-Show, die du gern geschaut hast. Das ist Wetten, das gewesen gestern Abend. Aber ich habe es nicht ganz geguckt. Letzte Person, mit der du geredet hast, das war meine Mami. 35. Die Beziehung zwischen dir und der Person, mit der du zuletzt SMS geschrieben hast. Da gucken wir mal ganz schnell nach. SMS schreibe ich eher weniger. Wenn, dann ist das WhatsApp. Und da ist die letzte Person, mit der ich geschrieben habe. Die Laura. Das ist eine sehr gute Freundin von mir mit einer meiner besten Freundinnen. Grüße an die Laura. Ja, und die Beziehung zu ihr sehr, sehr gut. Ich kenne sie noch von früher, also wir kennen uns schon seit ich 5 bin, glaube ich. Und jetzt bin ich ja 20, also schon ziemlich lang. Und ja, eine sehr, sehr liebe Person. So. So, zurück zu den Fragen. Lieblingsessen, das ist Frage Nummer 36 und mein Lieblingsessen ist Lasagne. Ich bin da ein bisschen wie Garfield, aber Lasagne ist einfach echt göttlich. Lasagne und Meeresfrüchtesalat. Ich liebe diesen Salat mit, ich weiß gar nicht, wie der heißt, in was für einer Dings der eingelegt ist, aber so Meeresfrüchtesalat liebe ich auch. Aber insgesamt mag ich sehr viel essen, außer Oliven. Oliven hasse ich. So, 37. Ort, den du besuchen möchtest. Puh, Ort, den ich besuchen möchte. Doch, weiß ich. Ein wunderschönes Bar- bzw. Wellnesshotel. Und hätte ich die Kohle, würde ich sehr gerne mal mit meinem Freund oder einer guten Freundin da mal für 2-3 Tage einfach entspannen. So, Frage 39. Bist du verliebt? Ja, bin ich. Und die letzte Frage, Nummer 40, letztes Mal, dass du jemanden geküsst hast und das war auch heute Mittag. Yay! Ja, das waren die 40 Fragen des TMI-Tags und ja, vergesst die Verlosung nicht und seid hoffentlich beim nächsten Mal wieder dabei und tschüss, bis dann!